Glückwunsch, du hast vor 4 Jahren wahrscheinlich deine härteste Zeit in deinem Leben erlebt, du bist im Sportlichen. Wie sehr tut das gut, jetzt den olympischen Medaillentraum erfüllt zu haben? Congrats, Magdalena. 4 years ago, you had the hardest time in your sports. How does it feel now? Oh, I'm sorry. How does it feel now? Yes, I'm overwhelmed, and it's a very good feeling. A dream come true, and I worked hard all the days and all the years, and now I'm very thankful for winning a medal. And when I woke up in the morning, I had a really good feeling, and I thought, okay, this is your day. And I just believed in myself and had a very good race, and I'm very happy winning my first individual medal during the Olympics. Magdalena, could you talk about your Olympic experience here? Did you go into this thinking you could do this, or is this a surprise to you? I don't know. It's a surprise to me, but I know what I can, and I believe in me, and I know I can win a medal, but I have 3 medals, and this is unbelievable. It's great for me, and I have to realize, I think I need days or weeks, I don't know, to realize this and to enjoy. Magdalena, hier drüben. Glückwunsch erstmal zur 2. Goldmedaille. Was sagst du, mal gefeiert wird wahrscheinlich erst zu Hause, weil ihr noch so einen Plan habt. Jetzt habt ihr aber erst einmal 2 Tage frei. Das ist bei uns in Bayern war so schön. Eine stimmt, okay. Ist wie heute uns wenigstens ein Glasal drin. Wird heute Abend wenigstens ein gefeiert. The question was, congratulations Magdalena. I know that you will really celebrate at home, but now you have 2 days off, and will you have a glass or something this evening? Mal schauen, also es ist halt immer sehr, sehr stressig hier. Ich habe eigentlich kaum Zeit zu genießen. Wir haben gerade schon gesagt, man wird hier eigentlich nur herumgezerrt und an einem herumgezerrt und rumgereicht. Und das ist eigentlich gar nicht so schön für uns, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war letztes Mal sogar ein bisschen deprimiert, weil es einfach zu viel war für mich. Aber ich freue mich jetzt einfach auf die Staffel. Ich denke, wir haben ganz, ganz gute Chancen zusammen. Wir wollen wirklich eine Medaille gewinnen und dann hoffe ich, dass wir gemeinsam feiern können und das wirklich mal richtig genießen können. Okay, it's rather stressful to be here and we really don't have any time to enjoy. We have been pulled from one place to another and it's sometimes not so very nice for us. And there was even a time when I was a little bit depressed because it was a little bit too much for me. But let's see how the relay will go, and I think that we have a really good chance to get a medal and then we can all celebrate together. We've any,